Heute geht es hier ganz schön zur Sache auf dem Weg nach da. Eben 28 Knoten Wind. Eine Welle ist so ein bisschen rübergekommen, hat mich ein bisschen nass gemacht. Aber jetzt haben wir nur noch 12 Meilen. Das sollte zu schaffen sein. In Uttoroa liegen wir seit langem mal wieder an einem Steg. Und direkt neben uns so ein riesiger Kreuzfahrtdampfer. Man darf hier eigentlich nur bis 16 Uhr liegen. Aber wir versuchen es mal, die Nacht hier zu bleiben. Wollen jetzt nämlich noch ein bisschen hier das Dorf erkunden. Es gibt endlich wieder gemahlenen Espresso. Der Michael hat heute Morgen nämlich Rosinenschnecken gekauft. Ach ja, stimmt. Die Annette hat uns ein hervorragend aussehendes Thunfisch-Carpaccio vorbereitet. Und wie ich sie kenne, wird das super schmecken. Und das ist nämlich auch mit einem Mango-Salat garniert. Ich glaube, das wird uns schmecken. Wir müssen leider wieder unten essen, weil es regnet nämlich oben schon wieder. Aber es ist eine angenehme Temperatur. Ich schaue mal aufs Thermometer. Wir haben hier nur 27 Grad. Also ist okay. Die Annette ist wieder auf Varroa-Jagd hier in der Lagune. Ja, es gibt nur ein Problem. Hier sind nur Seeburken. Und Palmen. Tausende. Ja, stimmt. Und Palmen. Habt ihr das gesehen? Palmen, die so übers Wasser wachsen. Hast du denn schon ein Varroa-Loch gesehen? Nicht eins. Nicht ich glaube, da eins. Würden auch die Seeburken reinflogen. Da liegt die Limelight mit noch ein paar anderen Schiffen vor der Insel Taha. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. So schön glasklares Wasser. Im Hintergrund Bora Bora. Alles einsam und verlassen. Aber keine Varroas. Und schon sind wir hier beim Außenriff. Das ist wie ein richtiger Wasserfall hier. Boah, da sieht man, wie hoch das Wasser da draußen ist. Das ist ja der Hammer. Total cool. Da können wir Rafting machen in der Mitte. Das ist kein Fluss. Hier kommt nur die Welle rein. Seit langem, ich glaube das erste Mal hier in Französisch-Polynesien, gibt es ein ganzes Hähnchen. Die werden natürlich hier auf unserem hervorragenden Holzkohlegrill gegrillt. Dauern ca. 45 Minuten. Und das, was da so brennt, das ist kein Grillanzünder, sondern Ocote aus Mexiko. Eine spezielle, sehr harzige Baumart. Wir fahren innerhalb der Lagune nördlich um Taha herum. Das Schöne an einer Lagune ist, dass man keine Wellen hat. Aber leider haben wir Gegenwind. Im Hintergrund sieht man Bora Bora, eine sehr schöne Insel, aber zu viel Tourismus. Hier ist nicht mehr so viel los, da sich die Zyklonsaison nähert. Viele Boote sind Richtung Neuseeland gefahren und etliche haben sich auf den Weg in die Marquesas außerhalb des Zyklongürtels gemacht. Und wieder andere haben sich vor Tahiti eine sichere Bucht gesucht.
dort zu dem Motu wollen wir heute. Direkt am Außenriff? Da soll es eine schöne Bar geben und die wollen wir uns anschauen. Vorher müssen wir uns aber durch diesen Flachwasserbereich durchhangeln. Und deswegen steht die Annette dort vorne. Wir sind auf einer Privatinsel. Hier gibt es ganze 5 Bungalows. Wir sind heute im La Pirogue Api, hier auf dieser privaten Insel, zum Abendbrot. Das ist wirklich ganz nett, das ist aber auch nur nett, wenn man nicht auf einem Schiff lebt, so wie wir. Und das hier im Osten von Ta. Heute ist der 23. Oktober 2023. Morgen kommt ein potenzieller Käufer und wir holen die Limelight aus dem Wasser und er will sich von unten begutachten. Ja, und da fahren die Gefühle Achterbahn. Ich weiß nicht, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben, weil es ist schon ein geiles Leben, was wir die letzten Jahre geführt haben. Ich glaube, es gibt keine andere Art zu reisen, in der man so frei ist wie auf einem Segelschiff. Man kann überall hinfahren. Klar, es gibt immer mehr Restriktionen und es wird auch nicht einfacher bei der Immigration und beim Custom. Aber wenn es einem irgendwo nicht gefällt, ja, dann nimmt man den Anker hoch und fährt einfach woanders hin. Man lernt so viel tolle Leute kennen, die natürlich auch alle die gleichen Interessen haben, da sie auch mit dem Segelboot unterwegs sind. Man kriegt so viele Informationen. Es ist ein Traum, so ein Leben leben zu dürfen. Ja, und wenn morgen dann unser Boot verkauft wird, dann ist das erstmal vorbei. Ich meine, wir haben zwar Pläne, wir wollen ja nach Neuseeland erstmal, wir wollen mit dem Wohnmobil unterwegs sein, aber da haben wir ja auch Erfahrung aus der Vergangenheit. Wir sind früher auch viel mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen und die Vorschriften werden dort auch immer schlimmer. Es werden immer mehr Leute unterwegs sein mit ihren Wohnmobilen. Man ist gezwungen, sich auf Stellplätze oder auf Campingplätze zu stellen. Und es kostet natürlich auch mehr Geld. Also nicht, dass so ein Segelschiff kein Geld kostet. Klar, das muss auch gewartet werden und Reparaturen fallen auch immer wieder an. Aber man kann sich fast autark bewegen. Wir erzeugen unser Wasser selbst, wir erzeugen unseren Strom selbst. Wir haben kaum Kosten. Wir fahren mal mit dem Wohnmobil. Dann kommt da natürlich als größter Posten wieder der Diesel dazu. Ja, und das geht so hoch und runter. Auch Segeln hat natürlich Nachteile. Und gerade jetzt, wo hier die Cyclone-Season beginnt, das möchte man nicht erleben. Und wir sind
die Chancen dieses Jahr hier im El Niño-Jahr sind sehr groß, dass hier die Gesellschaftsinseln von einem Zyklon getroffen werden. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Da ist es gut, wenn wir die Limelight verkaufen. Es geht halt immer hoch und runter. Den einen Tag denke ich mir, Mensch, jetzt wird es Zeit aufzuhören und mal wieder was Neues zu machen. Wir können so dankbar sein, dass wir das alles erlebt haben, dass wir bis Französisch-Polynesien gekommen sind. Und mit dem Wohnmobil wird es wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger. Da muss man nicht jeden Tag auf das Wetter gucken. Kommt jetzt wieder Wind, dreht der Wind sich, regnet, müssen die Luken auf und zu gemacht werden. In der Nacht manchmal bis zu 4-mal. Mit dem Wohnmobil hat man das alles nicht so. Klar muss man auch das Wetter im Auge behalten, aber nicht so extrem wie mit dem Segelboot. Ich bin gespannt, wenn wir morgen verkaufen, was unser neuer Lebensabschnitt uns dann bringen wird. Und ihr könnt gespannt sein, weil wir werden das nämlich auch weiterhin berichten und mit euch teilen. Wir sind vorbereitet, haben gerade den Anruf von der Werft bekommen. Wir können kommen. Der Trailer ist vorbereitet. Jetzt löst die Annette unsere Mooringleine und dann geht's rein. Dort in die Marina. Jetzt per Hand aus dem Trailer eingenodelt. Wird mit einem bzw. zwei Tanten fest. Dort steht der Herr, der möglicherweise die Limelight kaufen möchte. Und dieser Herr gibt die Anweisungen, wie das Boot gelagert werden muss, damit alles passt. Und das ist der Michael, der ist schon ganz aufgeregt. Christophe
Ja, okay. Christopher is coming. He's a professional boat builder or something like this. Ah, okay. But it's not official expertise. Yeah. It's a friend. It's, yes, we are from, that's good. For 40 years. So sieht das alles ganz gut aus. Aber wie man sieht, ist schon viel von unserem letzten Anti-Fouling weg. Da sie jetzt draußen ist, können wir selber gleich einen kleinen Check-up machen. Die Anode muss erneuert werden und Michael flugs nach oben, hat eine neue besorgt und wird sie jetzt wechseln. Genau, so macht das. Wie die Feuerwehr. Was? Ach, das ist ja einfach. That's easy. Hey, cool, eh? Bon. Es ist verkauft. Jack ist der neue Besitzer. You are the new owner. Und da geht's wieder hin, unsere Limeline. Nach der kurzen Besichtigung ist es beschlossene Sache, die Limelight ist verkauft. Die Limelight kommt sofort wieder zurück ins Wasser und wir bleiben für eine Nacht hier in der Marina und klären alle Verträge mit Jack. Der neue Besitzer kommt an Bord. Jack, ein Franzose, der schon seit über 40 Jahren hier auf Raiatea lebt, ist der neue Eigner der Limelight. Die Annette hat die Limelight verkauft. Die Annette? Ich dachte wir. Nein, die Annette hat die Limelight verkauft. Nein, ich mache sowas nicht alleine. Was sagst du jetzt dazu? Hast du das gedacht? Geglaubt heute Morgen? Nein, nicht wirklich. Und eigentlich bin ich auch sehr traurig und sehr zwiegespalten. Immer noch? Immer noch. Das ist so wunderschön hier und die Leute sind so toll und das Wasser und alles und ich bin traurig. Ich auch, aber jetzt geht ein neues Leben los. Man muss bereit sein für Veränderungen. Ja, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Bist du bereit, mit mir in ein neues Leben zu gehen? Natürlich. Sehr schön. Ja, dies war der erste Film im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Weihnachten und seid gut ins neue Jahr gekommen. Und ihr habt immer noch Freude, unsere Videos zu sehen. Wie man hier so sieht, sind wir nicht mehr in der Südsee, sondern jetzt ja schon seit längerem hier in Neuseeland. Und da gibt es auch was Neues, nämlich... Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden von euch etwas sagt. Es gibt eine App, die heißt Polarstep. Den und Link dazu findet ihr hier unten oder auch in der Videobeschreibung. Ja, die könntet ihr euch runterladen, wenn ihr weiterhin Lust habt, unsere Reise zu verfolgen, weil ich da regelmäßig
oder fast regelmäßig, je nach Netz, Bilder reinstelle und ein paar Zeilen dazu schreibe. Ganz nebenbei, die Filme gibt es trotzdem weiterhin. Die sind aber immer mit ein bisschen Verspätung. Und auf dieser App seht ihr genau, einen Tag zurück oder zwei Tage zurück, wo in Neuseeland wir uns befinden. Auch da freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Gebt uns einen Daumen oben. Abonniert unseren Kanal. Bleibt unseren Filmen bitte treu. Bis zum nächsten Film. Tschüss. Tschüss.